Und dann können wir auch noch ein zweites Stockwerk bauen. Dafür jetzt Treppen dann auch benutzen, auch wenn ich jetzt gerade viel zu viel davon gemacht habe. Danke sehr. Hopp, hopp, so, Fackeln sollten hier oben auch hin, damit uns hier ja nichts spawnt. Nein, hier sollten wir aufpassen. Moment. Mit denen da. So, man sollte nämlich immer vorsichtig sein. Es kann nämlich jederzeit natürlich, vor allen Dingen, wenn man in der Nacht gräbt, ein Monster auf einen runterfallen. Zum Beispiel dieses Geklapper hier, das war gerade ein Skelett. Das jetzt hoffentlich sich nicht in der Höhle befindet, sondern über mir natürlich. Okay, wir bauen das hier doch, glaube ich, so. Dann schauen wir, dass wir hier zwei vorgehen. Da eins. Hier zwei. Also zwei. Zwei. Okay, weiter. Stein wegkommen. Das heißt, so wie ich das jetzt, glaube ich, gerade anlege, machen wir am besten dann und erstmal hier eins und dann. Ja, das passt schon. Das ist okay für den Balkon. Zwar so wie ich das hier anlege, werden wir es dann so machen, dass wir hier vor diesem Balkon dann ein offenes Wohnzimmer haben. Unter dem Balkon werden wir noch einige Sachen vielleicht unterbringen, wie zum Beispiel einen kleinen Lagerraum oder einen Eingang zum Keller. Auf jeden Fall, ich werde mich hier viel mit dem mehr oder weniger Designen von der Höhle beschäftigen. Ich werde wahrscheinlich auch Livestreams machen für die Leute, die es interessiert. Und da werde ich dann natürlich an der hier auch weiterbauen. Ich glaube, ich werde dann später nachschauen, ob es vielleicht in den Forums schon einen Fix dafür gibt. Oder Foren, Entschuldigung, Foren. Englisch ist Forums, aber Deutsch ist es leider Foren, weil Deutsch schwere Sprache und Deutsch komische Sprache und ja, ihr versteht, was ich meine. Eigentlich macht das hier gerade nicht so viel Sinn, was ich da gebaut habe. Ich hätte ganz gern. Das ganze Zeug hier kann weg. Einzige, was bleibt, ist der hier. Also später werde ich das dann natürlich auch versuchen auszuschmücken, weil nur so Cobblestone sieht irgendwie behindert aus. Hier sollte natürlich eine Fackel stehen bleiben, damit uns hier nichts spawnt. Jawohl, hier ist eigentlich besser, wenn ich den hinmache. Pfeiler. So, das werden jetzt wahrscheinlich schon viele bemängeln. Mach dir doch einfach eine Schaufel. Geht viel schneller, wenn du dann den ganzen Dreck hier abbaust. Beziehungsweise die ganze Erde. Sage ich, ja, mache ich jetzt auch. Ich habe es bloß bis gerade eben vergessen, weil, oder beziehungsweise nicht gemacht, weil ich es nicht für nötig gehalten habe. Aber mit einer Schaufel, man sieht, es geht schon einiges schneller, auch wenn es auch so schon nicht sehr lange dauert. So. Windows jetzt aktivieren. Klicken Sie auf diese Meldung, um die Aktivierung zu starten. Nee, Windows bin ich zu faul für. Tee.
Telefon und ich muss rangehen. Ganz kurze Pause an der Stelle. Ach ja, Sachen organisieren ist immer so eine Sache. Da wird man oft angerufen, wenn man viel gefragt ist. Und ich bin natürlich viel gefragt, wie euch alle denken können. Nein, natürlich nicht. Auf jeden Fall machen wir hier einfach weiter, wie als ob nichts gewesen wäre. Es wird draußen langsam Tag. Wir warten am besten, nachdem es Tag geworden ist, noch ein, zwei Minuten. Da dann Monster verbrennen, die sich eben nachts, die eben nachts oben an der Oberfläche aufgetaucht sind. Genauso wie wir uns, wie wir dann rausgehen werden, Holz sammeln werden, Tiere jagen werden und ja, wir werden Tiere jagen, da wird sich jetzt der Tierliebhaber vielleicht etwas beschweren. Aber der Moslem sagt auch nichts, wenn wir Schweinefleisch essen. Okay, der Witz war unangebracht, tut mir leid. Es war kein Witz, aber es war unangebracht. Tut mir leid, ja. Tut mir leid. Wollte ich niemanden mit stören, verletzen, nerven, ärgern. Aber ich hab's jetzt einfach mal so gesagt. Genau, und also viele von euch, die mich schon etwas länger abonniert haben und Dinge werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, McDuty, du hattest doch so lange keinen Bock auf Minecraft, warum jetzt auf einmal wieder? Dazu sage ich nur, leck mich Telefon. Dazu sage ich einfach nur, ja, ich habe A, einfach wieder Lust gekriegt und B, gibt es jetzt mit Pre-Release, mit Pre-Release, was war es jetzt gleich nochmal, 6, ja, 6, gibt es jetzt eben ein Endgame. Das bedeutet, dass wir im Minecraft abschließen können. Das ist jetzt einfach mal mein Ziel, dieses zu erreichen. Im Hardcore-Mode, möglichst auch als erster Spieler. Das wäre natürlich verdammt nochmal toll für mich. Aber es wird, also darauf stelle ich ein, es wird lange, lange dauern. Wir werden viel graben, viel buddeln, ich werde viel Schwachsinn erzählen. Und ja, genau. Ich glaube, wir können jetzt sogar mal rausgehen. Hehe. Moment, warum bin ich dafür? Donk, 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 donk. So. Das einzig Schöne am Hardcore-Mode ist meiner Meinung nach, dass man einfach. Moment, ich glaube, ich mache nur so. Sicherheitshalber. Den Zugang hierzu. Das meiner Meinung nach praktischer im Hardcore-Mode ist, dass man eigentlich alles mit sich rumschleppen kann. Und ich habe vergessen, mir eine Axt zu machen. Man kann alles mit sich rumschleppen, weil, wenn man stirbt, ist es sowieso vorbei. Das hatte ich vergessen zu erwähnen. Wenn man stirbt, ist es im Hardcore-Mode vorbei. Das heißt, wenn man stirbt, habe ich versagt. Also, wenn wir sterben, habe ich versagt. Und das Let's Play, naja, vielleicht. Das müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall habe ich das dann nicht geschafft, was ich gerne schaffen wollte. Minecraft versucht einen zu zwingen, wenn man hier stirbt, dann die Welt zu löschen. Ich werde sie trotzdem nicht löschen mit fiesen Tricks und so Zeug. Ich muss ganz kurz hier hochschauen. Hier habe ich nur eine relativ gute Übersicht. Also, das grüne Viech da hinten, für die, die es nicht wissen, es sollte eigentlich inzwischen jeder wissen, ist ein Creeper. Ein Creeper macht Sachen ganz gerne, und zwar auf einen zulaufen und explodieren. Deshalb, vor allen Dingen im Hardcore-Modus, sollten wir uns vor denen besonders in Acht nehmen. Da unten gibt es eine Herde Kühe, die ist ganz praktisch. Die droppen nämlich Leder und unter anderem eben auch. Oh, wir haben einen Skillpunkt zur Verfügung. Ich weiß bloß nicht. Ich glaube, die kann man nur am Enchantment Table namentlich. Oh, da drin hört man einen Zombie. Sehen wir ihn auch? Nö. Ich werde ihn jetzt auch nicht suchen. Also hier haben wir eben eine Kuh. Das ist ein Ei von einem Huhn. Und man kann jetzt eben auch unter anderem ganzen Viecher züchten. Davon werden wir auch Gebrauch machen müssen später. Also jetzt ist mir erstmal egal.
Aber das Problem, also beziehungsweise das heißt das Problem, seit 1.8 wurde eingeführt, dass eben, wie viele Leder haben wir da ziehen? Genau mehr. Dass eben, wenn man Tiere tötet, dass sie, also richtig, stimmst du jetzt mal, danke, dass sie richtig langsam respawnen. Das heißt, es braucht gefühlte Tage, bis die Teile wieder da sind. Und deshalb sollte man damit halbwegs sicher umgehen. Sie verschwinden dafür aber auch nicht mehr einfach so. Jetzt haben wir sogar 3 Skillpunkte zur Verfügung. Also sie verschwinden nicht mehr einfach so. Und deshalb kann man sie dann eben züchten. Das ist auch ziemlich nötig und nützlich. Da man sich so eine Tierfarm anlegen kann, zum Beispiel eine Lederfarm, wenn man unbedingt Lederrüstung tragen möchte, man will aber natürlich Diamantrüstung im Optimalfall tragen. Wo geht's? Sowas ist immer ungesund. Ich hoffe mal, ja doch, das geht. Hopp, hopp, hip. Da unten, da sind wir. So. Ich sollte mich eigentlich nichts erwarten, aber... Naja, manchmal bleibt es eben nur beim Sollte. Oh, da sieht es ein bisschen dunkel aus. Ich würde es ganz gerne auslassen. Ach Gott, hier bin ich froh, wenn wir bei RC noch was sind. Ja, RC1 eigentlich. Release Candidate. Der Bug ist leicht bescheuert. Also. Jetzt raus schon wieder. Ne, wird nicht dunkel. Wir wollen erstmal das hier alles kochen. Dann wollen wir uns hier. Ach Gott. Was ich wirklich interessant finde, ist, dass bei mir. Also, nur gerade was in der Kontaktliste bei mir bei Steam aufgetaucht ist. Ja, ich habe Steam. Und zwar ist. Im Vergleich, wenn man mal Modern Warfare 2 angeschaut hat, das hatte fast jeder in der Kontaktliste, also, ja nicht fast jeder, aber verdammt viele. Modern Warfare 3 hat jetzt bei mir in der Kontaktliste, haben gerade mal zwei Leute, glaube ich. Und wenn ich mir das so überlege, dann müsste man sich als Entwickler eigentlich schon Gedanken machen, was denn genau zumindest auf dem PC mit Modern Warfare passiert ist. Tröd. Weil Konsole ist dieses Spiel verdammt nochmal erfolgreich. Und es ist gerade abgestürzt, wie ich eben gesehen habe. Konsole ist dieses Spiel erfolgreicher als ungefähr alles. Also, und ich meine, ja, PC. PC haben sie einfach, meiner Meinung nach, den großen Fehler gemacht. Die User sich insofern zu vergraulen, dass sie in A die Sachen weggenommen haben, die für PC-Spiele bis daher essentiell waren. Das heißt, also bis dahin zumindest in Shootern, also in den populären Shootern. Einen LAN-Modus gab es in COD4 noch. Mod-Tools, um eigene Spielmodi und sonstiges zu erstellen. Gibt es in COD6 auch nicht mehr. Eben dedizierte Server und kein so ein Konsolen-Matchmaking, was meiner Meinung nach wirklich der größte Fehler war, den sie gemacht haben, weil wenn man sich das anschaut, Matchmaking hat eigentlich, also dieses Konsolen-Matchmaking, ich nenne es jetzt einfach mal so, hat eigentlich zur Folge, dass im Endeffekt ein Spieler ausgewählt wird, ich mache jetzt hier übrigens gerade eine Chest, dass ein Spieler ausgewählt wird und der ist dann Host von dem Spiel. Das Ding mit dieser Host-Sache ist, wenn der rausfliegt, fliegen alle raus. Beziehungsweise, na, es wird versucht zu wechseln, aber es klappt eigentlich nur 10%. Und ja, das ist halt, und außerdem wird dieser Spieler, der ausgewählt wird, eine miese Internetverbindung hat. Na, das, ich warte, wie
Was denn so? Wenn der Spieler, der ausgewählt wird, eine miese Internetverbindung Buddy hat, disconnected from your channel. dann tschüss, Buddy.